Ja, was kann man konkret tun, damit die Touristen wenigstens einmal übernachten? Da gehört Innovation dazu, selbstverständlich. Auch eine jüngere Hoteliergeneration, die empfänglich ist für Innovation. Wo und wie findet diese touristische Innovation statt in Tessin? Questa innovazione nasce dal settore stesso. È importante che ci sia anche un cambiamento generazionale, che si crei dinamismo, che si crei voglia di investire nel turismo. E questi sono segnali che oggi abbiamo. Sono nuove generazioni che entrano in contatto con questo settore interessante che è turistico. Si tratta anche di innovare a livello tecnologico. La comunicazione diventa sempre più digitale. Oggi si comunica sui social, si comunica con i video in modo molto più diretto e spontaneo. Vuol dire anche entrare in un'era sempre più digitale. Ma in generale comunque quel che conta in questo momento è la positività del settore. Si crede nel turismo, questo è fondamentale. Ergibt sich ein neuer Trend, nämlich der Trend zum Kulturtourismus, zum eher individuell geprägten Kulturtourismus. Was läuft diesbezüglich? Also grundsätzlich haben wir sehr viele neue kulturelle Strukturen hier in Tessin, angefangen vom LAC. Was wirklich LAC in Lugano. In Lugano, was ein schöner Leuchtturm auch ist, kulturell, mit schönen Inszenierungen. Das ist ein gutes Beispiel, was auch gesucht wird. Kultur muss heute auch ein bisschen inszeniert werden. Als nächstes, wo wir einen Trend auch sehen, ist, dass die ganze Virtual Reality auch eine Rolle spielt im Kulturtourismus. Das sehen wir in der Villa Gianni. Man kann dort mit einer 3D-Drehbille heute schauen, wie die Vergangenheit war. Auch die Villa Gianni befindet sich in Lugano. Genau, also es sind zwei schöne Beispiele für Lugano, wo wir einfach gerade einen kulturellen Aufschwung auch spüren. Es sind aber auch authentische Erlebnisse. Es gibt auch in Lugano zum Beispiel einen Tag der offenen Galerien, was sehr gut ankommt. Man sieht die kulturelle Szene, man trifft den Künstler persönlich, also das persönliche Erlebnis spielt eine große Rolle. Und die Authentizität wird gesucht, das was wir jetzt hier in Ascona ja auch schön hatten mit den Sommertheatern, wo man praktisch die Vergangenheit wieder ins Leben gerufen hat. Auch das hat einen großen Anklang gefunden. Und noch ein ganz anderes Thema ist wieder zurück zur Authentizität. Und da spielt das Thema Brauchtum eine große Rolle, was ja auch die Kulturszene mit beherrscht. Also man sucht wieder das Ursprüngliche. Es wird sehr gefragt, was sind die Brauchtümer in der Region? Und die Leute interessieren sich dafür. Grazie mille per essere qui con noi. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Grazie. Buona continuazione.